Geschlechtlichkeit ist nicht nur binär, das heißt männlich-weiblich, sondern es gibt vieles dazwischen, was wir non-binär nennen. Non-binäre Personen sind Menschen, die das Gefühl haben, sie haben sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsidentitätsmerkmale in sich drin. Es gibt auch Personen, die sich als Agender bezeichnen. Das sind Personen, die haben das Gefühl, sie können sich keinen dieser beiden Kategorien oder Anteilen davon zuordnen. Wenn man das Gefühl hat, man ist non-binär, dann gibt es kein klassisches Vorbild, was man damit macht, sondern jede Person findet den eigenen individuellen Weg, wie sie seine eigene geschlechtliche Identität auch im non-binären Bereich auslebt. Das ist eine Frage, die ich sehr wichtig finde und eine Frage, die auch für meinen beruflichen Alltag zum Beispiel eine sehr große Rolle spielt. Weil teilweise passt ja das, was wir sehen, nicht mit dem überein, was unser Gegenüber empfindet, besonders wenn die Transition noch nicht abgeschlossen ist. Und was ich da immer wieder empfehle, ist nachfragen. Fragen, wie möchte denn diese Person angesprochen werden? Wie möchte die Person denn, dass man mit ihrer Geschlechtlichkeit umgeht? Und viele Transpersonen haben darüber schon reflektiert und können eine sehr gute Antwort geben.